Hallo und herzlich willkommen zur Analyse des bisher besten FBT-Battles und zwar dem Halbfinale zwischen MP8 und Raptor und Seuchenspecht. Zuerst einmal möchte ich loswerden, dass mir wirklich alle vier Runden echt gut gefallen haben und ich sie mir echt gern und oft reingezogen habe. Props an die drei. Aber nur einer schafft es, mit Acta ins Finale zu ziehen, aber wer wird das sein? Beginnen wir mit der Raptor-Seuchenspecht-Hinrunde gegen die Malte-Rückrunde. Die Videos. Die Fauna kommt zum ersten Mal mit einem Video, wo man merkt, dass tatsächlich mindestens zwei Personen am Dreh beteiligt sind. Außerdem sieht man zum ersten Mal Seuchenspecht mit Maske, was auch gut zu einer geilen Atmosphäre beigetragen hat. Das Video passt durch die eher dunklen Farben sehr gut zu Audio und wird auch durch einige nice Effekte gut aufgewertet. Der einzige Kritikpunkt, den ich habe, ist, dass die Location sich kaum abwechselt, was wahrscheinlich daran liegt, dass das Ganze unter immensem Zeitdruck entstanden ist, weil die Runde ja sowieso schon mehr als drei Wochen zu spät kam. Malte kommt wie gewohnt mit einem echt geilen Video mit einer krassen Kameraqualität. Die Location ist hier der Waldgeisterpfad, was ich extrem passend und gleichzeitig lustig finde. Effekte und Farben sind super clean und Malte performt wie gewohnt auch sehr passend. Hier habe ich auch nur einen kleinen Kritikpunkt, nämlich, dass mir auch hier etwas die Abwechslung fehlt. Seine anderen Videos haben mir in der Hinsicht auch etwas besser gefallen. Im Direktvergleich kann man auf jeden Fall sehen, dass in MP8s Video mehr Arbeit und mehr Zeit steckt. Qualitätsmäßig hängt da die Fauna ebenfalls ab und deshalb gebe ich beim Video ein 14:19 für MP8. Kommen wir nun zu den Punchlines und beginnen mit der Fauna. Der Sklave seiner Crew, der hat pausenlos Stress, weil er sich bewusst von seinen Freunden ausnutzen lässt. Denn ohne Dankbarkeit hat dich deine Bruderschaft betrogen. Ey, du bist so klein, du gehst den Jungs im Supermarkt verloren. Die Einstiegsline finde ich schon mal echt super geil, soll halt heißen, dass Malte sich von seinen Diversity-Kollegen ausnutzen lässt, weil er für diese eben oft die Videos dreht. Außerdem passt der Begriff Sklave halt super gut in den Kontext, weil es eben darauf hinweisen soll, dass er nicht wegen seinem Rap, sondern wegen seinen guten Videos bei Diversity ist. Als Sklave halt. Die Line danach finde ich nicht so stark, aber dass er seinen Jungs im Supermarkt verloren geht, ist nochmal echt lustig, weil Malte hier, so wie im Rest der Runde, als kleines Kind dargestellt wird. Reicht allerdings nicht ganz für Gelb. Damit du deiner Kuh nicht nur die Eier filmst, sitzen sie für Medium-Shots in einem Schneidersitz. Und jetzt sind von deinem mickrigen Leben mal lieber Abschied. Es liegt nicht nur an der Größe, dass jeder auf dich herabsieht. Das sind wirklich starke Lines, die auf Maltes Größe anspielen. Die erste Line gehört mit zu meinen Lieblingslines der Runde. Weil Malte zu klein ist, um normale Medium-Shots aufzunehmen, müssen sich seine Kollegen in den Schneidersitz setzen. Übel funny und seine Größe wird nochmal mit, damit du deiner Crew nicht nur die Eier filmst, verdeutlicht. Auch die doppeldeutige Line mit, dass jeder auf dich herabsieht, ist echt nice. In erster Linie natürlich wegen der Körpergröße, aber auch metaphorisch wegen seinem angeblich schlechten Rap. Spricht jemand von mir, Slatte, dann bist du aufgeregt. Doch berührst den Limbo-Stangen nicht mal, wenn du aufrecht gehst. Am Finaleinzug mit Acta hinderst du uns nicht. Hoff mal lieber, dass du weiter in die Mitleidpunkte kriegst. Die erste Line ist wieder absolut genial und spielt erneut sowohl auf Maltes Körpergröße als auch darauf an, dass Malte nicht die Messlatte erreicht. Die zweite Line finde ich allerdings etwas seltsam, weil ich nicht verstehe, wann ich Malte jemals Mitleidspunkte gegeben habe. Er sagt ja weiterhin die Mitleidspunkte, obwohl ich, wie gesagt, nie welche verteilt habe. Was du für ein Scheiß in deinem Viertel schreibst, echter Fax nach deinem Textniveau und du sagst direkt nein. Ey, deine Reintechnik ist scheiße, bei dem Flow ist es das gleiche, kannst nicht texten und nicht rappen, also lass es einfach bleiben. Dieses direkt nein könnte eine Anspielung auf MP8s Quali sein, wo er, hab ich auch direkt ja gesagt hat, was ich ziemlich lustig fände. Aber auch so finde ich die Line relativ gut. Auch die darauf folgende Line finde ich vor allem vom Aufbau her sehr gut gelungen, aber ist definitiv keine Highlight-Line. Du bist besser als ein Pferd. Du bist besser als ein Pferd. Einfach nein. Einfach nein. Einfach nein. Lass es sein. Dieses einfach nein soll textlich auf die Jonah-Hook aus MP8s Achtel anspielen, was für mich aber nicht ganz so gut rüberkommt und das Pferd soll halt in dem Fall MP8s letzter Gegner Nitrobus sein. Joa, also auch vom Sound her finde ich den Rest der Runde eigentlich besser, aber diese etwas ruhigere Bridge hat den Beginn des zweiten Parts halt echt fett kommen lassen, was ich extrem geil finde. Erwarte bloß nicht, dass ich deinen Schrott respektiere, denn physisch bedingt findest du nur eine Froschperspektive. Für solche Clips kriegst du von deinen Brüdern kein Applaus, denn erst mit deiner Drohne wächst du über dich hinaus. Der zweite Part ist textlich halt nochmal besser als der erste. Vor allem die erste Line ist auch wieder so eine absolute Highlight-Line für mich. Weil Malte halt so klein ist, kann er nur in Froschperspektive filmen. Das ist halt absolut genial. Die Formulierung physisch bedingt finde ich auch echt super geil.
Danach haben wir erneut eine doppeldeutige Line und Alter, sind das viele gute doppeldeutige Lines, die sich auf Maltes Video, seine Körpergröße und auf seinen Skill beziehen. Dein mickriger Schädel gleicht allerhöchstens meiner Daumengröße. Und bei dir liegt Arschkriechen auf Augenhöhe. Bei dir gestaltet sich die Partnersuche schwer, denn deine Headlips geben keine guten Paarungsrufe her. Und schon wieder haben wir eine übertrieben gute und gut formulierte Line bezogen auf Maltes Körpergröße. Auch die Paarungsrufe-Line finde ich sehr lustig, aber puncht nicht so doll wie die davor. Nach einem anstrengenden Dreh brauchst du ultra lange Pause. Und dir zuliebe trägt dich ohne hochgepackt nach Hause. Wie eine Ameise hebst du dein Zehnfaches an Gewicht. Ich rede von deinem Kamera-Equip. Auch diesen Teil finde ich wieder echt unterhaltsam. Der Gedanke, dass Jonah ihn wie sein kleinen Bruder Huckepack nach Hause trägt, es ist zu gut. Und auch die folgende Line mit dem Ameisenvergleich gefällt mir echt gut. Auch wieder bezogen auf Maltes Videos, also sein Kamera-Equip, als auch den Fact, dass er winzig wie eine Ameise ist. Räumt deine Mutter mal das Equipment auf den Schrank, sagst du zu ihr, stopp Mama, da komm ich doch nicht ran. MP8, du weißt, hier wird kein Malte verschont, auch mit guter MP4 bist du eine halbe Portion. Der Abschluss ist auch wieder ein absolutes Highlight, was MP8 wieder mal als kleines Kind darstellt. Am besten gefällt mir die geile Imitation, die der Specht von Maltes Stimme gemacht hat. Haut mich jedes Mal weg. Auch die letzte Line ist wieder ein Highlight. Auch mit guter MP4 bist du eine halbe Portion. Die Punchline ist so gut durchdacht, bezieht sich auf die Videos von Malte und verbindet das sehr geil mit seinem Namen, sowie dass sie ihn nicht als vollwertig anerkennen. So geil. Zusammenfassend haben wir hier also echt viele geile Highlight-Lines bezogen auf Maltes Größe, seine Videos und seinen Rap-Skill. Alles ist unterhaltsam und super gut formuliert und durchdacht. Die Runde lässt mich auch, nachdem ich sie oft gehört habe, noch über die Lines schmunzeln und ich denke, es ist eine der punchline-technisch stärksten Runden auf diesem Kanal. Der einzige kleine, in Anführungszeichen, Kritikpunkt, den ich habe, ist, dass es vor allem im ersten Part 2 bis 3 Fehlerlines gibt, aber das ist wirklich Meckern auf hohem Niveau. So, kommen wir nun zum Text von Maltes Rückrunde. Sein Rückrundentext gefällt mir auf jeden Fall besser als sein Hinrundentext, aber schauen wir uns das doch erstmal an. Der Sklave seines Teams, der hat auch nur noch Stress, weil er sich von seinem Teammate ausnutzen lässt. Solch spechtelt er sich hinter Raptor versteckt. Ich krieg vom Video, der Audio und auch seinem Text. Die erste Line erinnert sehr stark an die Einstiegsline von Seuchenspecht, in der er MP8 als Sklave bezeichnet hat, weil er eben die Videos für die Diversity-Member macht. MPA dreht es halt gut um, jedoch finde ich die Aussage von solchen Spechter eher glaubwürdig, weshalb ich im Vergleich nur gelb geben kann. Ich will mich schnell, die Geier ist echt schwer auszuschließen und ihr leckt sie mir, um nicht direkt rauszufliegen. Ich bin klein, ja, ihr textet echt nur Wahrheit, doch durch meine Krone weht ihr alle nur wie Ameisen. Die Eierlecken-Line macht für mich leider absolut keinen Sinn, weil wenn sie Angst gehabt hätten zu fliegen, hätten sie wahrscheinlich eher mehr die Eier lecken müssen, weil Malte ja nicht zu entscheiden hat, wer fliegt und wer nicht. Deswegen funktioniert die Line für mich leider nicht. Die Line danach ist aber eine echte Highlight-Line, die auch sehr gut kontert. Und zwar, doch durch meine Drohne wirkt ihr alle nur wie Ameisen. Guter Konter, der aussagt, dass er durch seine Drohne, die auch in der Fauna-Hinrunde erwähnt wurde, trotzdem größer ist und er sie wie Ameisen sieht. Find ich echt nice. Jungs, auf eure Runden wartet man hier schon seit Wochen. Ja. Ey, ihr wollt ins Finale und wann soll das online kommen? Ja. Am Finale ein Zug mit Sektor, daran hindert ihr mich nicht. Ey, ist doch mal lieber, dass ihr weniger Minuspunkte kriegt. Die erste Line bezieht sich darauf, dass Raptor und Seuchenspecht oft zu spät einreichen, wie es auch bei der Hinrunde der Fall war, und stellt damit eine rhetorische Frage in Bezug aufs Finale. Die Minuspunkte-Line ist im Konter auf die schwache Mitleidspunkte-Line und sitzt gut, weil sie tatsächlich ordentlich Minuspunkte bekommen. Paarungssuche läuft nicht, weil ich nur die Headlips mach. Ich will wirklich nicht wissen, was du für eine Fetisch hast. Meine Clips sind scheiße, von wegen schlechter. Deshalb mach ich auch die Videos von jedem Member. Im ersten Part haben wir halt viele gute bis sehr gute Lines. Allerdings muss ich sagen, dass mich bis dato noch nichts so sehr vom Mocker gehauen hat wie bei der Fauna. Die Bridge ist vom Grundprinzip her die gleiche wie bei der Fauna, aber mit ironischem Bezug auf sich selber, was sie für mich minimal besser macht. Aber auch hier ist es leider echt nicht meins und der Rest der Runde gefällt mir deutlich besser. Dann willst du uns erklären, dass mein Partner nicht trifft. Bring doch bitte eine Erklärung, dass du Raptor nicht bist. Denn selber hast du darüber gesprochen, dass du Raptor bist. Jetzt im Hintergrund heult, Alter, wie das Taco-Film. Ich finde, inhaltlich ist das okay.
weil es ja tatsächlich die Diskussion gab, ob die Punches gegen Chaotic und Styx aus Maltes Hinrunde punchen oder nicht, weil es ja eigentlich nicht die Gegner waren. Aber zu dem ganzen Schlamassel kommen wir dann gleich, wenn es um Maltes Hinrunde geht. Er hatte halt versucht, sich zu rechtfertigen, was wie gesagt inhaltlich okay ist. Ich jedoch finde, dass die Lines unter der Formulierung bzw. dem Satzbau leiden, also es ist basically für den Reim getextet und nicht für den Inhalt, was ich leider extrem wack finde. Ich seh euch nur von nun, doch ey Mensch, ich könnt ihr einpacken, denn im Gegensatz zu euch, hier kann ich Fristen einhalten. Bei dem Text frag ich mich, warum man so eine Pisse schreibt, jeder seid nach eurer Runde und ihr seid dann direkt nein. Fristline kann man auf jeden Fall gegen die beiden bringen, weil die Hinrunde, wie gesagt, halt echt krass verspätet kam. Also das sitzt schon mal. Die zweite Line ist für mich wieder eine Highlight-Line, weil es sich auf Ekta fragt nach deinem Textniveau und du sagst direkt nein aus der Hinrunde der Fauna bezieht und gut auf die verpeilten Fristen der Fauna anspielt. Ihr wollt mich halt wirklich schlagen und das auch mit diesen Runden. Wie wollt ihr das schaffen mit den stolzen 30 Minuspunkten? Du bist nur am Heulen, doch wir haben nur auf euch gewartet. Hey, ist dein Respekt auf meiner Körpergröße neu gelandet? So, hier haben wir noch eine Minuspunkte-Line. Also die hätte es meiner Meinung nach echt nicht gebraucht. Und das Ganze wirkt für mich auch eher wie ein Lückenfüller. Nach jeder harten Analyse braucht ihr lange Pausen. Ja. Und zu deiner Liebe sagt ihr Stück, bin jetzt langsam draußen. Fickt euch mit der RR, die selbst niemals wirklich kommt. Was wollt ihr im Finale, ey, ich richte über euch. Ja. Am Ende haben wir auch wieder eine komische Formulierung mit dem bin jetzt langsam draußen. I mean, warum sollte er langsam draußen sagen? Ich denke, das Ganze ist wieder für den Reim geschrieben worden und generell finde ich das Ende nicht besonders stark. Aber ja, das war die Rückrunde von Malte, die ich textlich eigentlich ganz stabil fand. Der erste Part hat mir etwas mehr gefallen als der zweite und das Ende war ja leider auch nicht so stark. Zwischendrin gab es auch nochmal einige Lines, die man durchaus hätte rauslassen können, jedoch haben wir hier auch sehr viele gute Punches und sogar zwei Highlight-Lines. Textlich also bis auf ein paar Aussetzer eine solide Malte-Runde. Im Vergleich sehe ich die Fauna allerdings trotzdem weit vorne, wie gesagt gibt es da bis auf zwei, drei Aussetzer ausschließlich Highlight-Lines, ist wie bereits erwähnt eine der textlich stärksten Runden auf dem Kanal und vergleichsweise ist es einfach zu krass für Malte. Ich verteile ein 29 zu 15 an Raptor und Seuchenspecht. Damit steht es nach der Verteilung der Punchline-Punkte 43 zu 34 für die Fauna. Kommen wir nun zum Flow und ich glaube, ich muss echt nicht lange drüber reden, dass der Flow der Fauna auf ihrem eigenen Beatpick übel strong und fehlerfrei ist. Es klingt einfach alles super fett. Maltes Flow finde ich auf diesem Beat echt auch überraschend strong, jedoch merkt man, dass er seinen Text oft stark anpassen musste, damit sein Text eben auf den Beat passt und an manchen Stellen klingt es halt deshalb noch ein bisschen unsauber. Er hat sich auch minimal vom Flow der Fauna inspirieren lassen, was an sich ja nichts Schlimmes ist. Trotzdem finde ich, Maltes Flow hat sich im Verlauf des Turniers echt übertrieben stark verbessert und den Quali-Malte hätte ich niemals so strong auf diesem Beat gesehen. Trotzdem kommt er vergleichsweise natürlich nicht an die beiden ran und ich gebe ein 15 zu 9 an die Fauna. Damit steht es 58 zu 43 für die Fauna nach der Vergabe der Flow-Punkte. Technik, und es ist ja kein Geheimnis, dass das mit die Lieblingskategorie der Fauna ist. Die beiden sind echt die technisch stärksten im Turnier. I mean, in der Runde findet man ausschließlich starke mehrsilbige Reime, die super in den Kontext der vorherigen Line passen. Absolut unantastbare Kings in der Kategorie. Maltes Technik ist in dieser Runde auch echt not bad, wie ich finde. Also auch in dieser Kategorie sieht man bei ihm eine gute Steigerung. Allerdings gibt es, wie ich eben schon angedeutet habe, einige Stellen, die für den Reim geschrieben wurden und davon bin ich halt wie gesagt absolut kein Fan. Bring doch bitte eine Erklärung, dass du Raptor nicht bist. Ist halt das perfekte Beispiel dafür. Das Ganze zieht das Gesamtbild der technisch eigentlich sehr soliden Runde leider extrem runter. Und im Vergleich zu der extrem starken Fauna-Hinrunde ist es sowieso schwer, viele Punkte zu sammeln. Ich verteile ein 15 zu 7 an die Fauna. Und damit steht es 73 zu 15 nach der Vergabe der Technikpunkte. Kommen wir nun zu den Hook-Punkten. Und zwar hat keiner der beiden eine Hook. Man könnte die Bridge natürlich als Hook werten, aber dann würde es sowieso keine Punktedifferenz geben. Also ich verteile ein 0 zu 0 bei den Hooks und ja, das ist erneut ein Beweis, dass die Hookpunkte dringend gegen die Soundpunkte ersetzt werden müssen, was ich ja ab dem Finale durchsetzen werde. Kommen wir nun zu den Bonuspunkten. Und zwar möchte ich zuerst einmal Raptor und Seuchenspecht 3 Bonuspunkte für den brutalen Sound geben. Ich liebe diesen Style und habe mir das super oft gegeben. Außerdem nochmal 2 Punkte für die konstant unterhaltsamen Lines. Einfach nur fett. Malte bekommt von mir 2 Punkte für seine heftige Steigerung, 2, weil er auf diesem Beat weitaus mehr gerissen hat, als ich erwartet habe, und einen für dieses legendäre Adlib. Und nochmal einen für diese wirklich passende Location, passt einfach perfekt und hat sogar Gegnerbezug.
Das macht insgesamt ein 5 zu 6 für Malte nach den Bonuspunkten und damit haben wir ein Endergebnis von 78 zu 56. Malte hat den absoluten Ehrenmann-Move gemacht und die Fauna trotz dreiwöchiger Verspätung nicht disqualifizieren lassen und es gibt in Anführungszeichen nur 24 Minuspunkte plus 10% abgezogen. 78 minus 24 ergibt 54 und davon nochmal 10%, also 5,4, ergibt insgesamt 48,6. Das bedeutet, damit gewinnt Malte mit seiner Rückrunde gegen die Hinrunde der Fauna mit 48,6 zu 56. Schauen wir uns an, ob die Fauna das noch drehen kann und kommt zur Malte-Hinrunde gegen die Raptor und solchen Specht-Rückrunde. Die Videos. Malte haut hier eins meiner absoluten Lieblingsvideos des Turniers raus. Die Location, Performance und Effekte gefallen mir wie gewohnt sehr gut und in diesem Video ist auch viel mehr Abwechslung geboten als in seiner Rückrunde. Vor allem die Drohnenaufnahmen mit dem Nebel finde ich noch extrem sick. Raptor haut ein etwas dunkles Video raus, trotzdem finde ich es irgendwie übel passend und atmosphärisch. Ich denke, es ist eher eine unpopular Opinion, aber es ist tatsächlich das beste Fauna-Video im Turnier. Meiner Meinung nach. Der Schnitt und die Effekte machen da für mich extrem viel aus, die Performance ist auch echt super geil geworden. Trotzdem kommt das natürlich nicht gegen ein geiles Malte-Video an. Ich gebe ein 20 zu 16 an MP8. Kommen wir nun zur Textanalyse und ich beginne mit der Hinrunde von Malte. Nach einer Line, die ein bisschen Epicness aufbauen soll, kommt direkt eine sehr lustige Line. Animal Crossing als Horrorversion stelle ich mir schon irgendwie echt geil vor. Hey, Chaotic und Snakes, komm mal wieder auf den Boden runter. Sei mal nicht so toxisch, du bekommst ja schon dein Vogelfutter. Jetzt gib bitte wieder was, nachdem ihr alle direkt staunen. Doch dann sehe ich nur das Ankami vor meinem inneren Auge. So, und hier frontet er zum ersten Mal Chaotic und Sticks, obwohl die beiden nicht die Gegner des Battles sind, finde ich leider etwas schade, vor allem macht die Vogelfutter-Line dadurch auch relativ wenig Sinn, weil warum sollte Sticks Vogelfutter wollen? Hätte er einfach mal solchen Specht gesagt anstatt Sticks, hätte zumindest das Sinn ergeben. Und außerdem weiß man ja nicht, wer sich da wirklich unter den Masken befindet. Falls es überhaupt Masken sind, was ich nicht glaube. Du beschwerst dich jeden Tag, was Leiter für ein Leiter ist. Doch hält sich dann gleichzeitig nicht einmal an deine eigene Frist. Wir müssen leider gehen, bring mir weiter geile Themen. Reicht doch erstmal pünktlich ein, bevor wir drüber weiterreden. Naja, streng genommen beschwert sich Raptor ja nicht darüber, dass ich ein schlechter Leiter bin. Und die zweite Line macht inhaltlich irgendwie echt wenig Sinn. Du holst wegen einer Sache, die du ständig selber bringst. Blame jetzt nicht, wenn's in deinem Turnier echt nicht besser ist. Deine Pünktlichkeit ist trotz, also sei mal leise, 18 Uhr keine Runde, Chaotic ist Typing. Ich finde, es sind halt echt keine schlechten Lines gegen Chaotic, aber es puncht halt null gegen die eigentlichen Gegner, also die Fauna. Was soll das, ey? Alter, was du hier so bringst, meine Güte, muss man das verstehen. Was soll das, ey? Mach es erstmal selber besser und dann kannst du dich auch mal beschweren. Was soll das, ey? Alter, was du hier so bringst, meine Güte, muss man das verstehen. Die Hook klingt, wie ich finde, echt gut, hat jedoch textlich wieder keinen Zusammenhang mit der Fauna. Alter, was du hier so bringst, meine Güte, muss man das verstehen. Dass er hier das Wort du benutzt hat und nicht ihr, zeigt ja erneut, dass er nicht verstanden hat, dass er gegen Raptor und solchen Specht battlen muss. Anscheinend ja nur gegen Chaotic. Sag ständig nur, ihr würdet Hunter und ermorden. Es ist wann ist Creepypasta Punch so sauer geworden. Ihr seid Battle Rapper, da habt ihr euch extrem vertarnt, denn ihr bringt nur Horror-Stories mit mir schlechten Poaten. Die Creepypasta Punch Line gefällt mir wiederum sehr gut und hat endlich mal wieder Gegnerbezug. Gott sei Dank, Malte. Ihr seid Geister des Waldes, nennt euch das Friedsame Fauna, aber ihr seid maximal die kleinen Waldtechner aufs Aufpark. Wow. Und ich frag mich, wie ihr Trottelparts macht. Ich komm mit drei Pumas und ihr seid dann komplett am Arsch. Ihr Lappe textet einfach ständig davon, dass du spritzt. Ich dachte schon, da läuft der Pass von Vertigo im Mammutmix. Fängt der Specht dann an zu rappen, hoffe ich, dass der Leine zieht. Denn dann hör ich nur ein fucking Metronom auf eine Beat. Und auch hier ist wirklich keine einzige Line dabei, die mich besonders vom Hocker gehauen hat, was ich extrem schade finde. Die Runde ist wahrscheinlich die schwächste von ihm. Diese Tatsache finde ich aber echt schade, weil ich die Runde eigentlich echt richtig gut finde vom Rap-Technischen her. Verschont mich, schaut mich so bedrohlich an. Halt dein Maul, es hat leider keiner vor euch Angst. Was seid ihr denn für ein Krankhaufen? Mittlerweile bin ja sogar ich aus diesem Alter draußen. Zum Abschluss haben wir nochmal einen kleinen selbstironischen Lichtblick.
Naja, was lässt sich zusammenfassend sagen? Die Runde ist textlich wie gesagt echt nicht das Gelbe vom Ei. Die Lines, die tatsächlich stabil waren, waren leider zum Großteil gegen Chaotic und nicht gegen die Fauna. Und die Lines, die gegen die Fauna waren, haben leider bis auf die erste und ein paar andere Ausnahmen echt nicht super gesessen. Die Rückrunde von Malte finde ich textlich da um einiges stärker. Kommen wir nun zu der Solo-Runde von Raptor. Dein Standardeinstieg über wacky Gegner wundert keinen. Klingt ironisch, für uns bist du davon Nummer 3. Animal Crossing passt zu dir handsam im Kindchen. Ich bin die Horror-Variante, du die Standard-Edition. Übertrieben gut das Intro von Malte gekontert, sowohl den Epic-Einstieg als auch die Animal Crossing-Line. Die Standard-Edition von Animal Crossing ist halt super cute und kinderfreundlich, was auch direkt an den Hinrundentext der Fauna anschließt, wo Malte das Image ja schon aufgedrückt bekommen hat. Du stehst an deine Grenzen, doch zu staunen gibt's ja nichts. Die Ballonie zeigen, wie bedauernswert du bist. Das Staunen haben wir uns doch schon tausendfach verdient. Und du machst weiter Punches aus der Browser-History. Das ist halt ein Konter, der sich auf das Anker-Animal Crossing-Meme aus Maltes Hinrunde bezieht. Finde ich halt nicht so heftig wie den vorherigen Konter, aber kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Wir sind bodenständig, auch wenn wir andauernd böse lächeln. Eigentlich willst du nur einmal auf Augenhöhe betteln. Du Kameramann hast von deiner Größe ein Trauma. Kannst dich punchen, doch kennst dafür jede Folge von South Park. Die erste Line ist wieder mal eine echt nice, doppeldeutige Line gegen Maltes Körpergröße und seinen Rap-Skill. Also Raptor meint, dass sie weder größentechnisch noch skilltechnisch auf Augenhöhe sind. Es wundert mich, von was für geilen Themen du sprichst, dass du Furry Porn schaust. Deine Emotion fast gestört, so beenden wir den Tag. Das Metronom, das du hörst, ist die Erde auf dem Saal. Die Furry Porn Line bezieht sich erneut auf das Anker-Meme aus Animal Crossing und ist auch mit dem Bringt mir weiter geile Themen aus Maltes Hinrunde verknüpft und gefällt mir ganz gut. Die nachfolgende Line ist absolut badass und zwar kontert sie von Malte, denn dann höre ich nur ein fucking Metronom auf einem Beat. Mit das Metronom, das du hörst, ist die Erde auf deinem Sarg. Und das ist halt so eine heftige Line, das ist insane. Gehört auf jeden Fall zu meinen Lieblingslines des Battles. Was soll das? Du hast unendliche Filler-Wörter. Und du bist ein Vollidiot im Kinderkörper. Keinen Juckt, was für Pferde du bekämpfst. Deine Aufbauzeilen machen sogar echter Konkurrenz. Alle wollen, dass ich dieser Schwert verpiss. Meine Fresse, du verstehst das Versmaß nicht. Ich hab die Schnauze voll von deinen behinderten Tricks. Und jetzt tu mir den Gefallen und bleib hinter der Cam. Textlich eine extrem starke Hook und auch vom Sound gefällt sie mir minimal besser als noch die Malte-Hook. Der Einstieg in die Hook kommt halt echt anders geil und auch das Bleib hinter der Cam ist wieder absolut stark. Ich wollte schlechte Pointen mit deiner schlechten Pointe in einem Text umgeben von noch deutlich schlechteren Pointen. Für dein Niveau ist es ziemlich schwer, das zu erklären. Aus dem Alter raus zu sein, das hättest du wohl gern. Der Konter auf die Pointen-Line ist halt auch wieder echt gut gelungen, jedoch finde ich die nachfolgende Line zur Abwechslung mal etwas stumpf. Die hätte man auch irgendwie cooler verpacken können. Also, das hättest du wohl gern, ist halt echt kein krasser Konter. Ist es 18 Uhr, springst du schnellstens aus dem Bett. Denn alles, was ich tippe, wäre besser als ein Text. Props für die Idee, hier bei dem Leiter zu schleimen. Im Gegensatz zu meinem kommst du auch in sein Turnier rein. Absolut überraschender Part von Chaotic und meine absolute Lieblingsline der Runde. Denn alles, was ich tippe, wäre besser als ein Text. Ist ein richtig geiler Konter auf 18 Uhr, keine Runde and Chaotic is typing. Die Line ist einfach richtig nice und auch die nachfolgende Line sitzt echt gut. Du bist ein schlechter Verlierer, wirfst du mir Doppelmoral vor, dann hast du absolut kein Recht mehr, wen als Wack zu betiteln. Was für Abgabefrist, ey, geh mir nicht auf den Sack. Mein Kanal, meine Regeln, mein Turnier ist relevant. Sowohl textlich als auch vom Sound her hat mir der Chaotic Part echt gut gefallen. Kommt natürlich etwas besser auf dem Multibeat als Raptor, aber dazu kommen wir gleich, wenn es beim Flow soweit ist. Ey, du bist für jeden das Letzte. Du kannst deine Gegner nicht treffen, wenn du nicht gegen sie textest. Denn hat dein Gegner grad kein zweites Image parat. Scheiß auf Bezug und der Text wird privat. Absolut geile Konter darauf, dass Malte nicht gegen die Fauna textet. Zerlegt den Hinrundentext von Malte komplett und auch die Abschlussline wird das Ganze gleich nochmal schön unterstreichen. Ey, als Halbfinalist bringst du mickrige Leistung und kommst mit dreimal Puma aus der Kinderabteilung. Unser Name im Titel bringt dir hoffentlich paar Klicks. Deine eigentlichen Gegner, doch die frontest du ja nicht.
Allein, dass diese letzte Line von Chaotic kommt, ist nochmal ein richtig starkes Statement und überzeugt den Hörer halt auch davon, dass Malte in seiner Hinrunde die Fauna hätte battlen müssen. Wie gesagt, Chaotics Feature ist dadurch, dass er gedisst wurde, jedoch eigentlich nicht der Gegner war, sehr gut platziert und wertet die Runde nochmal extrem auf. Also textlich ist die Rückrunde nicht ganz so strong wie die Hinrunde, allerdings gibt es auch hier viele gute bis sehr gute Lines. Der qualitative Unterschied des Textes im Vergleich zu Malte ist hier jedoch trotzdem noch größer, da Malte sehr wenige gute Lines gegen die Fauna gebracht hat. Was ich wie gesagt super schade finde, weil die Runde vom Sound wieder eine Steigerung unterstreicht. Ich gebe ein 10:28 an die Fauna. Also steht es nach den Punchlines 30:44 für Raptor und Seuchenspecht. Flow. Malte bringt hier seine Flow-stärkste Runde im FPT, der Beat passt perfekt zu seiner Stimme und ich finde den Beat allgemein super dope. Die Runde kann man sich halt übertrieben gut geben, wie ich finde. Raptor float natürlich auch fehlerfrei, allerdings finde ich diese Runde nicht ganz so gut abgemischt wie die vorherigen Runden. Beim ersten Mal durchhören versteht man leider relativ wenig vom Text und deshalb finde ich es auch taktisch sehr schlau, das Chaotic Feature in den zweiten Part einzubauen, weil Chaotic halt richtig geil auf diesen Beat kommt. Also man merkt bei beiden trotzdem hart die Erfahrung, die sie haben. Sie sind halt routinierter als Malte, jedoch verteile ich, weil mich die Mische bei Raptor etwas gestört hat, in Anführungszeichen nur ein 12:14 beim Flow. Damit steht es nach dem Flow 42:58 für Raptor und Seuchenspecht. Technik. Und erneut muss ich sagen, dass ich die Technik von Raptor absolut heftig finde und da in diesem Turnier halt einfach keiner rankommt. Man ist einfach nichts anderes als geile mehrsilbige Reime bei ihm gewohnt. Auch wenn mir die Hinrunde technisch nochmal minimal besser gefallen hat, ist es kein Geheimnis, dass es hier wieder die vollen 15 Punkte gibt. Maltes Technik ist auch hier besser als in seinen vorherigen Runden und hier in der Hinrunde auch ohne komischen Satzbau. Allerdings kann man das trotz seiner Steigerung niemals mit Raptor vergleichen und deshalb gebe ich ein 9:15 an Raptor. Kommen wir nun zu den Hooks und ich finde, dass beide Hooks echt gut gelungen sind. Raptor hat eine absolut kranke Hook gedroppt, die auch mit Was soll das beginnt und ich finde, es klingt halt so fett. Die Hook von Malte geht gut ins Ohr und bleibt bei mir gut hängen. Auch hier sehe ich wieder seine Bestleistung und ich denke, es ist Geschmackssache, welche Hook man besser findet. Aber ich gebe ein 9:10 an Raptor, weil mir der Text mehr zusagt und ich den Hook-Einstieg einfach nur abgrundtief hart feier. Nach der Vergabe der Hook-Punkte steht es also 60:83 für die Fauna. Die Bonuspunkte. Und zwar bekommt Malte von mir 2 Punkte, weil ich die Runde vom Sound her echt krank abgefeiert habe und nochmal 2 Punkte für den heftigen Beat. Raptor bekommt von mir 2 Punkte für den Chaotic Feature Part, der Maltes komplette Hinrunde in den Dreck gezogen hat. So badass vor allem die letzte Line, Alter. Und nochmal 2 Punkte, weil ich auch diese Runde vom Sound her absolut godlike finde. Und ja, man merkt, ich liebe dieses Halbfinale. Das macht insgesamt ein 4:4 bei den Bonuspunkten und damit steht es nun 64:87 für die Fauna. Davon müssen wir noch 10% abziehen, weil Raptor einen Tag zu spät abgegeben hat. Das heißt, davon ziehen wir 8,7 ab. Also haben wir ein neues Endergebnis von 64:78,3. Damit haben wir ein Endergebnis von 126,9 zu 120 für die Fauna. Wirklich vielen Dank an Malte für seine überdoppelte Teilnahme am FPT. Der Junge hat krank abgerissen und sich im Turnierverlauf super doll gesteigert. Ich denke, der Typ hat noch mega viel Potenzial in sich stecken und ich hoffe, dass er sich über die Zeit noch mehr steigert. Herzlichen Glückwunsch auch an Raptor und Seuchenspecht, die trotz der 4 Minuspunkte im FPT-Finale gegen Ekta stehen. Ob Ekta seinen gefallenen Diversity-Member rächen kann? Es wird auf jeden Fall ein echt, echt geiles Battle. Bis dahin, ciao, ciao. Scheiß auf Bezug und der Text wird privat, oder was soll das? Du hast unendliche Fehlerwörter und du bist ein Vollidiot im Kinderkörper. Keinen Juckt, was für Pferde du bekämpfst. Deine Aufbauzeilen machen sogar echter Konkurrenz. Alle
alle wollen, dass ich dieser Schwert vergiss. Meine Fresse, du verstehst das Versmaß nicht. Ich hab die Schnauze voll von deinem behinderten Text. Und jetzt tu mir den Gefallen und bleib hinter der Cam. Ey, als Halbfinalist bringst du mickrige Leistung und kommst mit dreimal Puma aus der Kinderabteilung. Unser Name im Titel bringt dir hoffentlich paar Klicks. Deine eigentlichen Gegner, doch die frontest du ja nicht.